Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bei mir sind die Milchbrotchen mit Rosinen oder besser sagen Rosinenbrotchen. Sehr gut gelungen, sehen so toll aus, so schön weich und fluffig, schaut richtig schön. Und schaut die Struktur in den Brotchen, richtig schöne lockere Brotchen, wow. Richtig lecker. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich heute meine Brötchen gebacken, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen. Schritt für Schritt, wie immer. Viel Spaß! Bevor wir jetzt anfangen mit dem Teig zu bereiten, werden wir erstmal Rosinen kurz einweichen. Einfach nur in warmem Wasser. Muss kein kochendes Wasser sein. Nur ein bisschen. So, und stellen wir in die Seite so ungefähr für 5 Minuten. Und in dieser Zeit können wir schon anfangen, unseren Teig zu bereiten. Wir nehmen ein Ei und alle Zutaten, liebe Freunde, stehen unten in der Beschreibung, wie immer. Zucker, Vanillinzucker, Prise Salz, so nehme ich ein bisschen mehr als Prise, warme Milch, Hefe. Und dann siebe ich schon die Hälfte von dem Mehl rein. Und lassen wir das erstmal kurz verkneten. Diese Teig kann man mit der Maschine machen oder kann man auch per Hand. So, nach einer halben Minute können wir erstmal ausmachen. So, es sind jetzt 5 Minuten vorbei. Jetzt sieben wir das ab und richtig gut so abtropfen. Ich nehme so ein Küchentuch, Papierküchentuch und ein bisschen trockne ab, dass nicht zu viel Feuchtigkeit an den Rosinen klebt. Aber die müssen nicht trocken sein. Geben wir jetzt in den Schüsselchen wieder zurück und geben wir ein Esslöffel Mehl drauf und rühren wir so um, dass das Mehl über jede Rosine so drumherum bemehlt ist. So, haben wir das. Und jetzt kommt den weiche Butter oder kann man ihn auch schmelzen lassen. Meine Butter ist so weich, deswegen brauche ich ihn gar nicht schmelzen. Das Mehl und Rosinen. Und rühren wir das zu einem glatten Teig. Zwischendurch anhalten und von der Wende den Teig runter machen. Einfach so zur Mitte. Das ist ein schöner elastischer Teig. Und dann nochmal kurz verkneten. So, es sind jetzt 5,5 Minuten, was ich kneten lasse. Und ich denke, es ist ausreichend. Machen jetzt unseren Teig zur Mitte. Nehme ihn auch kurz aus den Schüssel raus, euch zu zeigen, wie der Teig aussieht. Und in meinen Schüssel mache ich immer ein bisschen Öl, wenn ich den Teig zum Aufgehen stelle. Dann geht er besser raus. So, ein bisschen anstreichen. Und so sieht unser Teig jetzt aus. Richtig schön elastisch und weich. Wenn er ein bisschen klebrig ist, es ist nicht schlimm. Lieber so, als er zu fest ist, weil wir wollen eine schöne, fluffige Brötchen haben. So sieht unser Teig jetzt aus. Schaut, so schön weich. Haben wir gut geknetet. Er springt gleich nach oben. Super. Und jetzt lassen wir unseren Teig für eine Stunde bis eineinhalbe Stunde an einem warmen Ort aufgehen. Der Teig soll sich doppelt vergrößern. So. So, es sind vergangen eine Stunde und 20 Minuten. Schaut, wie sieht unser Teig aus. Wunderbar aufgegangen. Jetzt holen wir ihn auf den Tisch,
raus und ich gebe nun ganz bisschen Öl. So, sehr gut rausgegangen. Brauchen keine Mehl dazu nehmen. Und ich habe jetzt mir vorgenommen, dass ich werde in meinem Auflaufform das backen und lege dann so länglige Brötchen nebeneinander in zwei Reihen. Und ich hatte gedacht, dass mehr als 5 Stück bekomme ich nicht. Dann heißt das, ich muss meinen Teig auf 10 Teile aufteilen. So, mache ich jetzt mal die Hälfte und dann jede Hälfte auf 5. So, kann ein bisschen abmachen. So ungefähr. Und jetzt werden wir erstmal unser Brötchen erstmal nur so kurz so in Kugel. Und weil ich möchte gerne länglichiges Brötchen machen, dann werde ich die dann ausrollen. Jetzt kann man natürlich einfach runde Brötchen machen. Das ist euch überlassen. So. Ein kleines Stück hier übrig geblieben, einfach verteile in die kleinste. So, jetzt habe ich 10 Stück. Ich werde die erstmal ausrollen und dann ein bisschen so ziehen, dass ich unten ein bisschen schmaler habe und oben etwas breiter. Und rolle einfach so zusammen. Wenn ihr seht, dass die zum Beispiel Rosinen hier toll rausguckt, lieber die drunter stecken, weil beim Backen können sie verbrennen. Und dann lege ich die einfach so auf meinem Blech. Das geht einfach. Und fertig. Und so machen wir die erstmal alle fertig. Der Teig ist sehr schön weich, sehr elastisch. Es ist mit ihm wirklich sehr gut zu arbeiten. So, mit Brötchen bin ich fertig. Habe ein bisschen auch auseinandergelegt, dass die haben Platz zum Aufgehen. Und ich habe extra die Auflaufform ausgewählt, dass die, wenn aufgehen, gehen nicht an die Seite, sondern ein bisschen mehr auch nach oben. Und jetzt lassen wir die für 30, 40 Minuten nochmal aufgehen. Ich mache immer erstmal Folie und dann den Tuch. So, jetzt erstmal aufgehen lassen. So, es sind jetzt 30 Minuten vergangen. Schauen wir nach unserem Brötchen. Sehr gut. Den Backofen habe ich schon angemacht auf 170 Grad Umluft oder 190 Grad Ober-Unterhitze musste nehmen. Jetzt werden wir noch mit Ei, ein Eigelb und ungefähr so ein Teelöffel von dem Milch verrühren und unser Brötchen bestreichen, dass sie richtig schöne goldene Farbe danach haben. So, jetzt gehen unsere Brötchen bei 170 Grad Umluft ungefähr zwischen 20 und 30 Minuten. Schaut, liebe Freunde, nach Art eures Ofens. So, 23 Minuten habe ich meine Brötchen gebacken und nach 10 Minuten habe ich die auch abgedeckt, dass sie nicht zu dunkel sind. Diese Farbe natürlich so eine dunkelgoldene Farbe, es ist von den Eigelb, aber so sollen die auch sein. Jetzt lassen wir die kurz abkühlen und dann zeige ich euch mal eine, wie es innen drin aussieht. So, meine Lieben, jetzt machen wir eine ab und mal schauen, wie die aussehen. Schaut ihr, wie toll sehen die aus und wie schön weiß sind die. Oh, Wahnsinn. Schaut ihr, wie toll sieht der Teig aus. Richtig toll. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Eine schöne Kaffeezeit wünsche ich euch. Würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiterteilt, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar.
Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!